Ich denke schon, dass wir irgendwo am Anfang von großen Umwälzungen stehen heute, wo sich die Welt vermutlich grundlegend ändern wird. Und wir können über die Politik, auch über die Wirtschaft, können wir, glaube ich, die Richtung dieser Änderungen irgendwo mitbestimmen. Da haben wir die Möglichkeiten dazu und das sollten wir tun. Und deshalb sollten wir auch hoffnungsvoll diese Herausforderung annehmen und das Ganze so gestalten, dass es schlussendlich eben für alle Menschen aufgeht. Denn nur so können wir das Ganze auch wieder in eine Bahn lenken, wo sich das normalisieren kann und wir zu einem Zustand zurückfinden können, wo wir alle irgendwie miteinander leben können, ohne dass es den einen besser oder den anderen viel schlechter geht. Also ein ganz entscheidender Punkt ist Arbeit, produktive Tätigkeit, dass sich Menschen, die zu uns kommen, als vollwertigen und wertvollen Teil der Gesellschaft, als produktiven Teil der Gesellschaft verstehen können. Und ich denke, wenn man ihnen die Chance gibt und Möglichkeiten schafft, dass sie sich produktiv über Arbeit betätigen können, ist schon ein großer Schritt getan, denn man weiß heute, dass Arbeit wirklich einer der ganz entscheidenden Hebel für eine erfolgreich geglückte Inklusion und Integration dieser Menschen ist. Was natürlich ganz klar gesetzlich geregelt werden muss, sind Mindestanforderungen im Hinblick zum Beispiel auf Diskriminierung ausländischer Arbeitskräfte. Und hier übrigens können Unternehmen mit einfachen Mitteln dem entgegenwirken, indem sie Bewerbungen anonymisieren und so Vorkehren treffen, damit diese Biases eigentlich eliminiert werden können. Es ist nicht zufällig, dass die Wirtschaft der Begrenzung der Zuwanderung skeptisch gegenübersteht, weil wir auf Zuwanderung angewiesen sind. Natürlich ist das zu einem großen Teil sind das gut qualifizierte Menschen, die wir brauchen, um unsere Wirtschaft aufrechtzuerhalten, in spezifischen Industrien und Branchen, wo diese Menschen essentiell sind, um unsere Wirtschaftsleistung erbringen zu können. Das ist das eine, es sind aber auch sozial- und gesellschaftliche Vorteile, die wir von der Zuwanderung erhalten. Also eine diverse, pluralistische Gesellschaft, denke ich, hat einen intrinsischen Wert, das Kennen von Kulturen, das Öffnen von Horizonten und so weiter, denke ich, macht die Gesellschaft letztlich besser und nicht schlechter. Und ich glaube, für diese Werte glaube ich schon, dass man noch mehr Bewusstsein schaffen kann und sollte. Die Migranten sicher haben irgendwo auch eine Verantwortung, eine Pflicht, auf eine erfolgreiche Integration hinzuarbeiten. Aber das setzt eben voraus, dass man Möglichkeiten schafft dafür. Und diese Pflicht hat sicher damit zu tun, dieselbe kulturelle Offenheit an den Tag zu legen, die man auch von den Unternehmen oder von der Zivilgesellschaft hier dann erwartet, sich mit der Sprache zum Beispiel auseinanderzusetzen, je nach Möglichkeit und Zumutbarkeit. Da haben nicht alle Menschen die gleichen Voraussetzungen. Und da sind wir auch schon wieder, oder? Bei der Gegenleistung. Da können zum Beispiel Unternehmen können Möglichkeiten schaffen, damit Menschen Sprachkurse besuchen können, dass man die kostenlos oder zumindest zu geringen Unkosten anbietet und ihnen eben ermöglicht, diese Pflicht oder Verantwortung selbst auch wahrzunehmen.